Erstellen eines lokalen Kontos unter Windows 8.1. Mit der Windows X-Taste rufe ich das Menü auf. Ich gehe in die Systemsteuerung, Benutzerkonten und Family Safety, in die Benutzerkonten. Ich verwalte ein anderes Konto. Kennwort für den Admin, das habe ich extra leer gelassen für diese Demo. Das sind die bestehenden Konten, alles lokale Konten zurzeit. Ich füge ein neues hinzu. Hier ist die Möglichkeit, ein Konto per E-Mail-Adresse zu eröffnen. Also ein öffentliches Konto, das will ich nicht. Ich möchte ohne Microsoft-Konto weiterfahren. Das ergibt mir dann ein lokales Konto, das nicht an eine E-Mail-Adresse gebunden ist. Der Unterschied, Microsoft-Konto, lokales Konto, ich weiß, ich will das lokale Konto. Benutzername ist der Windkurs, das Passwort, weiter. Oh, erforderlich, es fehlt natürlich mein Passwort, wunderbar. Das lokale Konto. Ich hätte die Möglichkeit, die Family Safety sofort zu aktivieren, will ich aber nicht. Das ist ein lokales Konto für einen lokalen Benutzer. Fertigstellen. Und somit habe ich ein lokales Konto erstellt.